Hoppe, hoppe, Reiterin. Ja, männliche Athleten sucht man vergebens in dieser noch jungen Disziplin. Hobbyhorsing ist das sportliche Reiten auf einem Steckenpferd. Hier in Vata findet gerade die finnische Meisterschaft statt. Aber weil sonst noch niemand drauf gekommen ist, ist es irgendwie auch mindestens eine Weltmeisterschaft. Das Beste ist, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, erzählt Turnierreiterin Alisa. Und ich denke, Hobbyhorsing ist auch ein sehr feministischer Sport. Hier gibt es keine Jungs, die uns etwas vorschreiben und uns nerven. Die Dressur steht an. Die Disziplinen sind klassisches Folgengalopp und Springreiten vor einer Jury. Der Rest des Universums schüttelt ungläubig den Kopf, aber in Finnland satteln inzwischen tausende junger Frauen ihre Holzrösser. An Schulen wird trainiert, es gibt bereits einen Kinofilm. Das sieht für einige vielleicht bizarr aus. Die denken, wir glauben, unsere Pferde leben noch, tun wir aber nicht. Wir verstehen schon, dass es sich um totes Material handelt, aber für uns ist das ein Sport wie Schwimmen oder Fußball. Und wer jetzt glaubt, die spinnen, die Finnen, der sollte kurz nachdenken. Kein Tier kommt zu Schaden, es ist kostengünstig, auch für Allergiker geeignet. Da ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die wilde Reiterei auch hierzulande um sich greift. Hossa.